Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge der Geschichten aus der Gruft. Heute Staffel 2, Folge 4, auf ewig dein. Ja, US-Erstausstrahlung war am 24. April 1990 und die deutsche Erstausstrahlung am 31. Oktober 1997. Hier hat Regie geführt Chris Wallace, ja. Und er hat gar nicht so viel gemacht im Bereich Regie. Und zwar hat er aber die Regie geführt bei Die Fliege 2. Aber ansonsten, ja, er hat das Creature Design zum Beispiel auch gemacht von Gremlins. Also er ist mit Rick Baker, glaube ich, zusammen die Erfinder die das Creature Design von den Gremlins gemacht hat. Also er steckt dahinter, ja. Und dann hat er aber auch noch, ja, Spezialeffekte gemacht. Und zwar von Scanners, ja, oder Die Fliege 1. Also hier viele, viele Spezialeffekte. Ja, hier spielen mit Pamela Gien oder Gien. Im Mediabook selber steht Glenn, ja, und da habe ich überhaupt nichts gefunden, ja, aber ja, es heißt Gien oder Gien, gell, und sie hat ja tatsächlich Man Seeking Woman oder Last Supper, die Henkersmahlzeit, da war sie dabei, und ansonsten nur TV-Filme oder Serien, ja, und dann haben wir hier noch D.W. Moffat, der hat bei Falling Down mitgemacht, Traffic, Macht des Kartells oder 13. Ja, also hat man auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Ja, um was geht es in Auf ewig dein? Hört sich ja schon mal ein bisschen romantisch an und genau so ist es auch. Ja, wir haben hier Andrew. Andrew es spielt alles wohl auf irgendeiner karibischen Insel, ja, und Andrew hat dort ein Stück Land gekauft, ja, oder bekommen, ich glaube, der hat das wohl irgendwie gekauft, egal, ja, und dort schmeißt er eben eine Party, ja, auf diesem, an dem Haus, was er da hat, und er möchte das ganze Grundstück, was er dort auch hat, da möchte er weiter Häuser bauen, um die Touristen dann anzulocken, ja, weil ist ja schöner Strand da und alles. Ja, und auf dieser Party ist dann auch die Margaret, ja, und die hat einen Haufen Kohle, ist aber nur sich am Beschweren, alles scheiße hier, gell, aber nichtsdestotrotz, naja, sie ist eben da, warum, keine Ahnung. Ja, und Andrew wird auf der Party von, also dort sind ein Haufen Angestellte, und hier muss man dazu auch sagen, es sind alles, die ganzen Angestellten sind Dunkelhäutige, ja, denn hier geht es um Voodoo, ja, ja, und auf jeden Fall wird Andrew gerufen auf der Party, hey, komm mal mit, Chef, da hinne ist irgendwas passiert. Ja, und es wird mitten in der Nacht, denn die Angestellten, die wollen ja die ganze, alles drumherum erkundschaften, obwohl die da schon immer leben, also müssten sie eigentlich ja schon alles irgendwie wissen. Ja, und zwar ist einer der Angestellten im Sumpf ertrunken, runtergezogen worden, im Treibsand. Und ja, es stellt sich heraus, alles drumherum ist Sumpfgebiet, ja, und er kann dort eben nichts errichten oder es wird eben schweineteuer. Ja, dann erinnert er sich aber, hey, die Margaret, die hat dann einen Haufen Kohle, vielleicht sollte ich mit der hier rumkopulieren, um ja dann auch an ihr Geld zu kommen. Und das versucht er natürlich, aber ja, sie lässt ihn abblitzen. Ja, sie ist ja auch total negativ über alles eingestellt und sowas.
Und er, puh, 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 was könnte er denn machen? Wir haben doch da eine Frau, ja, in dem Dorf da, und die macht doch ihr Voodoo-Kram, ja. Und dort geht er hin und sie gibt ihm ein kleines Fläschchen mit einem Trank und sagt dann: Misch ihr das unter, und bei einem Tropfen wird sie deine Frau, mit zwei Tropfen auf ewig dein, ja. Und das macht er dann auch, ja. Also die setzen sich zusammen, er sagt: Hier, gucke mal, ein bisschen investieren und sowas. Und dann tut er eben in ihr Getränk einen Tropfen rein. Und erstmal lässt sie ihn abblitzen, aber dann in der Nacht kommt sie zu ihm in sein Bett. Und ja, man merkt schon: Oh, da ist ein. Die kopulieren, ja. Und am nächsten Morgen denkt er sich: Hey, warum nicht weitermachen? Und es läuft doch gerade so gut. Und dann schüttet er da die halbe Flasche da rein, ja, in ihr Getränk. Und sie trinkt das dann und ja, kriegt dann Anfälle, ja, also Zuckungen und alles Mögliche, und stirbt dann, ja. Sein Geschäftspartner vom Andrew, der ist auch Arzt, und guckt sich das Ganze an und sagt: Jo, ist tot, ja, wir lassen sie einbalsamieren, und das ist hier wegen der Hitze, wird das hier so gemacht, und dann geht sie eben, wird sie begraben, ja. Es gibt ein schönes Begräbnis, und eines Nachts geht er aber nochmal zum Friedhof, und sie, also Margaret, steigt aus dem Grabe heraus, ja, auf ewig dein. Und ja, erstmal denkt man sich: Oh, also denkt Andrew sich: Oh, da hat er irgendeinen Fehler begangen, sie lebt ja noch. Und sie kocht für ihn, sie macht alles für ihn, sie haben einen Haufen Sex. Und ja, so geht es eben auch weiter, bis er eben bemerkt: Irgendwas stimmt hier nicht, ja. Es riecht hier ein bisschen vermodert, und dann nach und nach sieht sie auch nicht mehr so frisch aus. Und bis sie eben anfängt, dann auch den Doktor zu ermorden und ja, versucht weiter mit ihm zu kopulieren. Und er versucht sie dann doch zu erschießen und wegzulocken und, ja. Bis die sich dann im Sumpf treffen und sie ihn im Sumpf ertränken möchte. Ja, ob es so endet? Ich glaube nicht. Es geht da auch noch weiter, aber das ist das ganze Hauptding. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen so, am Anfang so: Ist das deine Folge? Aber ja, es ist eine richtig gute Folge. Und hier merken wir auch sofort, na, nicht sofort, gell? Wir merken dann nach und nach, ja, wenn es dann zum Zombie kommt, ja, dass hier Chris Wallace, ja, seine Finger mit dem Spiel hat. Hier merken wir, was er für Creature Designs gemacht hat. Das ist ja nicht nur Gremlins gewesen, der hat ja noch viel mehr gemacht. Genauso wie mit den Special Effects. Er hat ja noch viel mehr gemacht. Und hier merken wir das Ganze, denn wir haben hier diesen, also Margaret, diesen Zombie, der nach und nach auseinanderfällt, zerfällt, bis nur noch ein oder teilweise nur noch das Skelett zu sehen ist und nach eben ja, verfault, ja. Und das sieht richtig gut aus, aber so, aber wirklich richtig gut. Also hier merken wir wirklich, wer hier Regie geführt hat und was er eigentlich für ein Handwerk hat, ja. Und zwar das ganze Special Effects, Make-up Design und. Das ist super. Es sieht super aus. Es ist eine richtig tolle Folge geworden. Und kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Auf jeden Fall eine richtig gute Folge. Ja, dann habt ihr die Folge gesehen. Wie hat sie euch gefallen? Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben. Und dann, ja, war es das auch schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächste Woche wieder,
mit einer neuen Folge von den Geschichten aus der Gruft. Also, tschüss, macht's gut, euer Timo. Das ganze Gehirn weggelutscht. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Ich bin ein Möter. Halb Mensch, halb Köter. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ich komme wieder. Sardine? Yippie-yay, du Schweinebacke. Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber.